Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir gekämpft. Gegen was haben wir gekämpft? Gegen den Zinogre. Genau so ist er. Und ja, man sieht vielleicht auf den ersten Blick schon, ich habe eine neue Aufmachung. Ich habe eine dicke Rüstung, breites neues grünes Schwert, grün-schwarz, boah, ist genau das Farbschema, was mich so richtig anmacht. Und ja, ich habe offscreen den Uragan so oft geschlachtet, bis ich die Rüstung von dem bekommen habe, die mir eine verdammt riesige Verteidigung gibt. Ich glaube, die größte Verteidigung von allen Rüstungen, die ich bis jetzt habe, plus noch hier die Fähigkeit, die mir Verteidigung dazu gibt. Und ja, ich verliere natürlich dann meinen Angriffsvorteil hier, den ich was Hundeproblem. Ach so, ja, da ich nicht mehr so gut schwimmen kann. Ich verliere zwar meinen Angriffsbonus, den ich von der Borg-Rüstung bekommen habe, aber was soll's. Dafür habe ich ein neues Schwert. Das ist jetzt die Dios-Klinge. Dios. Oh, Connor, die oder? Ja, die habe ich vom Barov bekommen. Barov? Vom, wie ist das Viech nochmal? Brachiodios. Brachidios, genau, ja. Er zieht ein paar hundert Punkte mehr ab und tut diesen Schleimzustand machen, von dem ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen habe. Ich gehe schon mal los, ne? Ich sollte vielleicht mal sagen, was wir überhaupt machen. wir jagen heute einen Sandbarioff. Ja, habe ich jetzt schon angenommen, ich Idiot. Und ja. Da gehen wir jetzt einfach mal schnell hin. Muss erstmal das ganze Equipment und so hat hier alles aus dem Weg räumen erstmal. Weiß ich nicht, die Rüstung, die ich jetzt dann habe vom Uragan, die ist richtig Hammer. Glaube ich, die größte Verteidigung von allen Rüstungen, die ich bis jetzt habe, die ich herstellen kann. Sogar stärker als, was weiß ich, hier von Monstern, die eigentlich ja stärker sind. Der Brachydios zum Beispiel hinterlässt nicht so eine starke Rüstung. Hatte ich mich schon ein bisschen gewundert. Aber den seine Rüstung will ich auch mal irgendwann machen. Und ja. Das dauert aber noch ein bisschen, weil ich so Brachydios-Steine brauche und die lässt er irgendwie voll selten droppen, habe ich so das Gefühl. Ich habe bis jetzt nur einen einzigen bekommen und den habe ich in das Schwert hier reingepackt. Und ich brauche noch zwei. Einen für irgendein Rüstungsteil und einen, um diese Waffe in Zukunft irgendwann aufzuleveln. Also ja, ein paar Mal muss ich den noch erledigen. Von diesem Schleimeffekt, was dieser Schmied ja mal gesagt hat, habe ich jetzt noch nicht viel gesehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, ob ich bis jetzt nur gegen den Brachydios damit gekämpft habe. Ich mal denke, der ist ein bisschen immun dagegen. Oder also nicht. Ich mache den ein bisschen schneller down, habe ich das Gefühl, aber das kann auch an der Stärke der Waffe liegen, die jetzt 900 irgendwie abzieht und die andere hatte irgendwie 800 noch was gehabt. Da kann am Schaden liegen, dass ich so viel abziehe oder an dem Schleimeffekt, ich weiß es nicht. Also ja, so viel dazu. Wir suchen den Sandbarioff. Das ist wahrscheinlich wieder normal Barioff, nur halt Sand. Hab ich jetzt auch richtig getrunken? Ja, ne? Warum ob das Schleimding hier funktioniert? Wurde da so gepriesen von dem Schmied, als ich hier Waffen herstellen konnte. Er gibt ja nur ein Monster, hat irgendwie diesen Effekt einsetzt, kann das sein? Ja, auch ein bisschen doof gemacht. Naja. Bin die ganze Zeit offscreen hier und Brachydios erledigen. Nur um die Rüstung komplett zu bekommen. Ich brauche noch zwei Rüstungsteile und ja. Sehr nervig manchmal. Kampf ist ein bisschen anstrengend. Ich merke gerade, wir sind auch. Da ist er. Ja, wollte schon sagen, das war als Säbelzahnviech. Ich nehme jetzt immer Kräuter mit, vorsichtshalber. Ich gehe jetzt total auf Nummer sicher. So, da ist das Viech. In Rot anstatt weiß-bläulich. Direkt drauf auf das Viech. Also, ja, ich weiß nicht. Oh, was? Genau. Komm schon. Wehe, du ziehst jetzt so viel ab. Ich bekomme jetzt nicht mehr so viel Schaden. Das ist richtig gut. Und an den Tänzen der Schockerlackers habe ich auch noch was geändert. Genau. Ich habe irgendwie für ein paar Raritäten hier. Oh. Neue Tänze kaufe. Ich glaube, den Bum-Bum-Tanz.
hieß der Eimer, und irgendein anderer Wutanz, irgendwie sowas. Mein Gott, wie lang ist denn der? Und ja, ich habe jetzt sozusagen Kayama so aufs Buffen eingestellt, dass der mir so Angriffskraft plus gibt. Und Chacha habe ich so aufs Heilen gepackt. Deswegen komme ich jetzt auch, weiß ich nicht. Kayama gibt mir irgendwie Angriff plus, also sehr hoch. Und Chacha gibt mir, glaube ich, viel Erholung oder Gesundheitserholung. So, ich soll mich mal auf den Kampf konzentrieren. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, ich tue nur voll stallen. Wie ich das die ganze Zeit wieder fliegt, wieder ratlos. Und den gibt es jetzt auch wieder ein neues Viech. Ja, noch bekämpfen. Und irgendein Viech, das wir noch gar nicht kennen. Vom Namen her. Also auch so dann. Wahrscheinlich hat die. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit von diesen Schleimdingen hier wieder sehr selten. Deswegen komme ich da nicht. Da ich sehe irgendwie so Schleim manchmal. Manchmal explodiert auch was beim Bachidios, wenn ich den angegriffen habe damit. Aber. Weiß nicht. So, mal gucken. Vielleicht erhöht sich ja die Chance, wenn ich die Bachidios-Rüstung irgendwann ab. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Wenn die auch so schwarz-grün ist, dann muss ich die haben. Also, weiß ich nicht. Das ist so mein persönliches Lieblingsfarbschema, so schwarz-grün. Ich ja schon geil, dass das Schwert so geil aussieht. Ja, man sieht, so viel Schaden bekomme ich gar nicht mehr. Ich glaube, jedes Rüstungsteil hier hat irgendwie so 78 oder so. Und die Barov-Klamotten hatten irgendwie 60 oder ich glaube sogar noch 50, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Also das ist auf jeden Fall hier dickste Verteidigung, die ich mir bis jetzt leisten kann. Ja, dadurch dürfte ich jetzt nicht so frecken. Oh, da hat man eine Explosion, glaube ich, gesehen, ne? Ich habe mich vielleicht da Erholungs Gesundheitserholung plus. Ja, natürlich richtig geil, wenn ich dich mal so unter 20 Minuten erledige. Aber das ist jetzt sehr selten immer, ne? Was, wenn immer länger? Ja, wir sind bald durch, habe ich so das Gefühl. Wir sind jetzt schon Rang, weiß ich nicht, 9 oder 10, jedenfalls der letzte. Und ja, solange ich noch mal irgendwie 15 Ränge oder so komme, sind wir schon bald durch, ne? Hab so das Gefühl. Ist auch mal geil. Ja, das war sehr gut. Ja. Den Schwanz, den kriege ich nicht, habe ich das Gefühl. Also ja, irgendwann würde ich gerne das Projekt zu Ende bringen. Kann ich mal wieder ein paar neue Projekte bringen. Oder öfter, sagen wir mal. So schön, dass ich hier nicht mehr vollgeschleimt werde von irgendwas. Geht mir so auf den Nerven gegen den Dios. Immer rollen ja wegen die Kacke. Ich würde euch das jetzt auch machen kann, wo ich davon nichts sehe. So, erstmal die 10 ja. Bams. Die Waffe ist auf jeden Fall gut. Wie gesagt, ich weiß jetzt nur nicht, ob das Zerbrechen sehr schneller geht, wegen, weiß ich nicht, den Schaden meiner Waffe oder wegen dem Schleim. Ich würde sagen, der Schaden. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum ich immer noch grüne Leisten hier habe. Also Schärfe, sag ich mal. Weil Großschwerter sind ja schon stark, ne? Wenn ihr denen jetzt noch eine riesige Schärfe geben würdet, dann wären die ja voll überpowered. Also ja, es hat schon ein bisschen logisch, dass die nicht so eine riesige Schärfe haben. Wie andere Waffen. Weil das Ding hat immer noch grüne Schärfe. Aber ich habe so, weiß ich nicht, drei Waffen bis jetzt, die ich so auf Standby hab. Einmal die Anti-Drachenklinge hier. Wo ich immer noch Elstenblut brauche. Was ich vielleicht theoretisch bekommen könnte,
den Cerdois, der ist ja nach Elster. Oder hier das Cerdois Schwert, das, wenn ich aufpower, sogar stärker als die Waffe hier wäre. Also ja, ich habe noch ein paar Sachen hier offen. Weiß noch, wie ich hier das Projekt angefangen habe. Da habe ich alle möglichen Waffen genommen. Jetzt tue ich nur Großschwerter nehmen. Schade eigentlich. Aber egal. Ja, so, Gefühl, wir sind hier voll am Dominieren. Wir müssen noch keinen einzigen Trank einsetzen. Weil er mir so wenig abzieht mit der Rüstung. Geil, oder? Mann, dein Schwanz, ich will ihn haben. Mach den ab. Sehr gut. Kaum fragst du mal so sehr höflich, dann kriegst du den Sandbarry auf Schweif. Und ich brauche für, ich glaube, diese Waffe ein, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, sogar schon meinen Jägernotizen. Lass mal während des Kampfes hier nachgucken. Gletscher-Aknaktor, genau. Von dem euch warte. Ich brauche G-Aknaktor Klamotten. Also, ja, von den... Oh Gott, ich bin gleich tot. Von den Wüstenviechern gibt es auch noch mal... Wüsten-Vulkanviechern gibt es auch noch mal stärkere Versionen. Sehr schön. Und ich bin gleich tot. Oh, das ist jetzt nicht wahr. Aber ich muss mich heilen. So, werde übermütig. Er kam jetzt irgendwie die ganze Zeit, hat mich angegriffen, wie blöd. Auf einmal bin ich tot. Und runter. Ich habe da übrigens irgendwas glänzen gesehen. Oh geil, danke. Die Musik geändert? Nee. Den riesen T-Rex müssen wir ja auch noch besiegen irgendwann, ne? Na, warum denn so lange? Den haben wir schon, weiß ich nicht, so lange das erste Mal getroffen. Oh. Ich meine, hier lag irgendwo gerade was Glänzendes. Der hat kaputt gemacht. Komm her. So schnell einen Trank nehmen mal. Bams. Sehr schön. Oh, er ist betäubt. Geil. Ich glaube, Chacha hat irgendwie so Betäubungsangriff auf seine Maske. So, und jetzt nochmal. Okay. Das war auf jeden Fall ein bisschen Schaden, habe ich das Gefühl. Hoffe ich. Kann ich manchmal nicht entscheiden, ob ich lieber meine Dreh- und Schlagangriffe machen soll oder eher einen voll aufgeladenen Angriff. Oh, du gehst auf mich. Warum schleife ich eigentlich? Verdammt, ich brauchte... Oh, den hier brauche ich, Mann. Oh, mir ist kalt. Erstmal schleifen. Oh. Sieht immer aus, als würde er humpeln. Da, genau das meinte ich. Chacha, heil mich mal. Bin noch erreicht, geil. Chacha, kann ja mal nicht pennen. Genau, am Anfang da wurde ich fast gar nicht getroffen. Jetzt werde ich nur getroffen, habe ich das Gefühl. Besser. Ja, irgendjemand einen Vergiftungsangriff. Ich habe schon. Oh nee. Hab den Brachidios ein paar Mal vergiftet. Nicht so in da.
So, dann nehmen wir Kräuter. Die nehme ich immer, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, neben Kampf bin. Weil da haben wir ja keine Hektik. So. Komm schon. Kannst du, oh, geil. Kannst du nicht auch so viel aushalten wieder. Oh gut, trotzdem noch getroffen. Wollte schon sagen. Besser kann. Boah, euch besser kann ich schon im Vulkan nicht leiden. Und dann kommt er auch noch wieder hier. Ach man. Jetzt kämpfen hier. Bams. Ah. Oh Gott. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch mal getroffen, ne? Wäre noch schöner gewesen. Wie soll ich den Angriff wieder ausweichen? Nur ein Knall. Verpiss dich. Abgelehnt. Boah, ihr blöden Viecher, ne? Tut mir leid, du bist mir gerade im Weg. Ich habe das jetzt hier nicht ausgenutzt oder so, um dich zu töten, ganz ehrlich. Ehrlich. Er humpelt, ich könnte ihn fangen eigentlich, aber ich will ihn erledigen. Mission heißt erlege ein, also ich weiß, fangen und erlegen ist eigentlich das gleiche, aber trotzdem. Wir schaffen ihn echt hier unter 20 Minuten, ich krieg die Krise. Jetzt fliegt da. Ich mal die Rüstung. Voll baff sieht das aus. Ach da, okay. Das ist wie so ein Roboter. Duf, 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 sehr schön. Unter 20 Minuten leicht, das gibt's nicht. Ist mal, weiß ich nicht. Seit langem nicht mehr passiert. So, bitte pennen jetzt, bitte pennen jetzt. Aber ich konnte dich jetzt so fangen, ne? Aber ich will dich töten. Eins, zwei, drei und zack! 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 Wie du schreist, Bams. Ah, verdammt. Du bist jetzt sowas von tot gleich. Ich sitze jetzt nicht noch mal im Bildschirm, oder? Das wäre sehr doof. Ah. Komm schon. Boah, der weit geschossen. Auch Mann. Komm schon, chilliger Kampf. Chilliger Kampf. Der ist bis jetzt noch kein einziges Mal umgefallen, kann das sein? Schon gleich tot, aber noch nie umgefallen. Ich krieg die Krise. So, jetzt kommen wir. Jetzt aber. Ja. Oh Gott. Oh Gott, flieg ich hoch. Ich will jetzt nicht hier noch einen Trank verschwenden. Wie nennt sich eigentlich? Sehr gut. Buff. 20 Minuten. Geil. Muss ja mal geben, wie lange das schon her ist, ne? Ach ja. Mit Start kann man übrigens diese komische Sequenz hier überspringen. Raus, Brustfell. Also wenn die Monster erledigt sind und so. So ein Drama tot machen. Wisst schon. Es Barrio of Pelz. Danke. Ja, Schatz hat irgendwie an. Die beiden haben irgendwie angewohnt, mich immer voll zu heilen. Wenn, weiß ich nicht, ich entweder im Dings bin, im Lager, duff, oder wie du lebst.
Hier, stopp ich mir auch noch. Hier haben die Angewohnheit, mich immer hochzuheilen, wenn ich, weiß nicht, wenn der Kampf vorbei ist oder wenn ich im Lager bin und gerade im Bett bin. So, ja, ihr seid Idioten, ihr beiden. Nur so nebenbei. Geil, 20 Minuten. Ich kann immer noch nicht fassen. So, Barry of Pels. Wir waren Stein. Hey, den brauche ich vor irgendwas. Ich weiß noch nicht mal für was. So, Quests, Story haben wir wahrscheinlich noch nicht vorangetrieben. Ja. So. Den nächsten machen wir dann einen Azuren Rathalos. Natürlich kennen wir ja noch nicht, also lassen wir das. Ich krieg für alles übrigens 8000. Da, wo ich mehrere Monster besiegen muss, habe ich auch noch nicht gemacht. Weil, ja. Schaffe ich irgendwie nicht. Habe ich so das Gefühl. Weil. Zum Beispiel zwei Duramboros. Die kann ich zum Beispiel. Nicht machen. Weil ich für einen schon eine halbe Stunde brauche. So, und das brauche ich übrigens alles. Dings, ich brauche ein S-Urak. Okay, dann vom Magnaktor brauche ich irgendwas. So, da brauche ich Gletscher, Magnaktor, Klaue Plus und Panzerschocker Plus. Von dem ich schon zwei habe, also die könnte ich mir theoretisch irgendwo holen. So. Ich die Waffe schon mal gezeigt. Eine Giftwaffe. War auch verdammt stark, als ich die hergestellt habe. Ich brauche Drachenhälsten Blutmann. Na gut, egal. Würde ich sagen, was ist denn der Prognose? Kuropeko und Großyagi? Immer, wir sind immer Kuropeko. Wir haben so viele Monster schon freigeschaltet. Ich sehe immer nur Kuropeko oder Kamezin Kuropeko. Das ist so eine Verarschung. Egal, jedenfalls, ich beende den Part dann hier. Wir machen in der nächsten Folge den Azurnen Rathalos kaputt. Okay, okay. Würde ich sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuschauen.